Willkommen zu einer neuen Pascalo-TV-Folge. Ich beginne mit den News. Von Montag bis Donnerstag ist Chorlager in Rheinsberg und am Dienstag ist Elternabend der 8. Klassen und darauf folgend auf dem Schulhof das Jahrgangsfest der 8. Klassen. Der heutige kuriose Feiertag ist der Tag des Zitronensafts. Der Tag steht komplett unter dem Motto Sauer macht lustig. Und da Zitronensaft auch sehr gesund ist, ist das die perfekte Gelegenheit, wieder mal Zitronensaft zu trinken. Unser heutiger Song der Woche ist Sour Candy von Blackpink und Lady Gaga. Und es ist zwar ein bisschen angelehnt an unseren kuriosen Feiertag wegen Sauer und so, aber wir haben ihn trotzdem genommen, auch wenn eigentlich es thematisch anders ist. Genau. Im zweiten Teil haben wir euch zu der Sport-Wondersache-Woche das Jahrgangs mitgenommen. Viel Spaß dabei! Da nicht zählt der Jahrgang, ey! Neben mir steht jetzt Hanna. Hanna, für welche Sportart hast du dich denn entschieden? Ich habe mich für Tennis entschieden. Und warum hast du dich für Tennis entschieden? Weil ich schon hobbymäßig Tennis spiele und da nicht so talentiert drin bin und das jetzt hier noch mal ein bisschen mehr lernen wollte. Sehr schön, danke schön fürs Interview. Bei 11 Tesla, ja, vielleicht stellt euch einfach mal ganz kurz vor. Ja, ich bin Nico. Ja, okay, ich bin Vlad, ich gehe in die 11. Klasse. Ja. Ja, und was habt ihr für einen Sportart ausgesucht? Wir haben uns Volleyball für die Woche ausgewählt. Und warum macht ihr das? Warum habt ihr euch dafür entschieden? Das war das Einzige, was sympathisch klang, ja, denke ich mal. Und habt ihr was gelernt in der Woche? Auf jeden Fall. Ich denke, dass man Volleyball spielt. Also zumindest ein bisschen mehr als vorher. Ja, sehr schön. Dankeschön fürs Interview. Ach, das war's schon. Ja. Super. Weil ich selber lange gespielt habe, lange Zeit, und weil ich einfach die Begeisterung für den Sport an die Schüler weitergeben will. Ja, schön. Und denken Sie, die Schüler haben hier oder konnten sehr viel aus Ihrem Projekt mitnehmen? Oh, dann müsstet ihr die Schüler fragen. Aber ich denke ja, Sie waren ja Anfänger, ja. Und wenn man sie jetzt spielen sieht, ja. Das ist schön. Die Regelkunde, der Umgang mit dem Ball, die Technik. Alles so in Grundlagen jetzt angelegt. Ne? Sehr schön, danke schön fürs Interview. Und ja. Das war's mit der heutigen Pascalo TV-Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.